Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Flügel. Das ist der Kanal Pro Santa Ecclesia. In diesem Video wage ich es, mich zu befassen oder mit diesem heißen Eisen, dieses heiße Eisen anzupacken. Obwohl es mir natürlich bewusst ist, dass das sehr heikel ist, die charismatische Erneuerung oder wie man sagt, von den ursprünglichen Entstehungsorten her, die Pfingstlerbewegung. Die Pfingstler kommen ja nicht aus der katholischen Kirche, sondern diese Bewegung ist entstanden in den Freikirchen, in freikirchlichen Sekten. Und von dort ist dann die charismatische Erneuerung, von dort herkommend ist das dann in die katholische Kirche gekommen und hat diesen Namen angenommen. Oder dieser Name hat sich dann herauskristallisiert. Und ich war selber auf etlichen Seminaren und Exerzitien dieser Bewegung oder in diesem Sinne, in diesem Geiste. Ich habe mich nie wirklich heimisch gefühlt, aber es gab im Grunde genommen kein anderes Angebot. Zumindest es hätte eines gegeben, anderes Angebot, aber das habe ich gar nicht gewusst oder gar nicht, das war mir nicht präsent. Es gab im Umfeld, wo man etwas gehört hat von einer Veranstaltung, nur diese Themen und ich kannte nur diese Themen, also bin ich auch dorthin gegangen, obwohl, wie gesagt, innerlich nie wirklich überzeugt, weil ich irgendwie immer gespürt habe, dass, dass das Wahre irgendwie in eine andere Richtung geht. Aber ich konnte es nicht artikulieren, ich konnte es nicht näher definieren. Ich habe teilgenommen und habe mich auch von manchen Dingen beeindrucken lassen. Manche Dinge haben mich wirklich auch entsetzt. Aber ich habe da viel erfahren. Und meine Bekannten und Freunde sind fast alle auch in diesem Umfeld bis heute. Ich habe jetzt natürlich auch andere Freunde und Bekannte, die nicht charismatisch sind, da es ja auch die Richtung der Tradition nach wie vor gibt und immer mehr gibt. Aber ich habe auch heute noch viele Freunde in diesem Umfeld, die sich selber als Charismatiker verstehen. Und deshalb ist es auch heikel, darüber zu reden, wenn man jetzt versucht, einen kritischen Blick darauf zu werfen. Ich will es trotzdem unternehmen und den Mut dazu habe ich jetzt auch gefunden durch einen Vortrag von Pater Andreas Hönisch, dem Gründer der Bewegung oder der Gemeinschaft SJM, Servi Jesu et Mariens, dem Gründer der Pfadfinder Mariens. Der Sitz dieser Gemeinschaft ist im Blindenmarkt. Pater Andreas Hönisch ist, er hat einen Vortrag gehalten, davon habe ich ein Audio. Ich kann leider nicht sagen, weder wann noch wo das war. Nur es ist ein Audio, das eindeutig von ihm auf einen Vortrag zurückgeht. Pater Hönisch hat diesen Vortrag sicher spätestens im Jahre 2007 gehalten, da er am 25. Januar 2008 plötzlich verstorben ist. Und dieses Audio nehme ich als Grundlage für meinen Versuch, dieses Phänomen zu umschreiben. Er hat es nämlich auf sehr klare und sehr profunde Weise unternommen, eine Analyse zu versuchen, dieses Phänomens. Und dann werden wir sehen, wenn sich zeitmäßig noch ausgeht, sonst mache ich ein eigenes Video, die kritische, ebenfalls kritische Sicht von Weihbischof Athanasius Schneider und aus der Sicht eines Bischofs theologisch sehr fundiert. Pater Andreas Hönisch hat ebenso sehr fundiert gesprochen, mehr aus praktischer Sicht, wo wir dann auch dieses Phänomen besser verstehen, weil er es konkreter auch beschreibt. Bischof Schneider macht das aus der Sicht eines Theologen und beides scheint mir sehr wichtig zu sein. Ich möchte betonen, so wie es auch Pater Hönisch getan hat, ich möchte niemanden angreifen. Ich war selber auch in dieser Bewegung nicht so überzeugt und aktiv, aber ich habe teilgenommen an diesen Veranstaltungen. Und so bin ich überzeugt, die meisten von Ihnen, die da involviert sind, sind gute Katholiken. Sie lieben Gott, sie wollen beten, sie wollen, sie sind eifrig, sie sind guten Willens. Sie setzen sich ein in der Pfarre als Lektoren, als, ja auch als Kommunionhelfer vielleicht.
in der Meinung, es wäre eine gute Sache, dies zu tun. Sie sind im Pfarrgemeinderat, sie helfen mit in der Pfarre. Und es ist ihnen ein Anliegen, das Reich Gottes zu verbreiten, dass andere Seelen zum Glauben kommen. Und sie sind überzeugt, dass die katholische Kirche die wahre Kirche ist und so weiter. Also da ist wirklich viel guter Wille. Angesichts der allgemeinen Glaubenslosigkeit, der um sich greifenden, des Glaubensabfalls, das muss man wirklich betonen. Also ich möchte in keiner Weise jetzt die Menschen angreifen, die sich da zu Hause fühlen und vielleicht schon seit Jahrzehnten überzeugte Mitglieder und sogar Träger dieser Bewegung sind. Das möchte ich bitte nicht tun. Verstehen Sie das nicht als persönlichen Angriff, aber doch als einen Impuls, als eine Anregung, dieses Phänomen doch einmal tiefer zu betrachten und auch den Mut zu haben, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Also ich möchte nicht mit diesem Video eine Polarisierung oder einen Konflikt oder eine heftige Auseinandersetzung damit verursachen, sondern eine kritische, besonnene, nüchterne Beschäftigung mit diesem Thema. Und jetzt zum Vortrag von Pater Hönisch. Er hat diesen Vortrag in 5 Punkte eingeteilt und ich folge auch diesen Punkten, damit man eine Struktur hat, einen Aufbau. Und zum Schluss, also er geht durch diese 5 Punkte. Erstens die Entstehung, die Geschichte. Zweitens die Theologie, das heißt eine theologische Begründung der charismatischen Erneuerung. Drittens, was sagt die Kirche dazu? Viertens, konkrete Beispiele aus der charismatischen Erneuerung, aus Exerzitien oder Seminaren. Und fünftens, wie man die charismatische Erneuerung sehen sollte. Entweder ist sie eine Chance oder ist es eine Gefahr. Und diesen 5 Punkten aus dem Vortrag folge ich von Pater Hönisch. Pater Hönisch hat zu Beginn gesagt, es sind 80 Millionen Anhänger der charismatischen Erneuerung weltweit. Das war eben zu seiner Zeit, es ist an die 20 Jahre vor uns jetzt, wir sind 2023, also muss man sicher 20 Jahre ungefähr zurückrechnen. Und es geht ihm eben um die Sache der charismatischen Erneuerung, nicht die Anhänger jetzt zu treffen. Die Entstehungsgeschichte, also Punkt 1. Charis, das ist ein griechisches Wort und bedeutet Geschenk oder Gabe des Heiligen Geistes. Insofern ist jeder Christ charismatisch und auch ein Charismatiker. Charismen, das sind im engsten Sinn die 7 Gaben des Heiligen Geistes oder die 12 Früchte, also die Wirkungen des Heiligen Geistes. Und davon wird abgeleitet ein gefühlsbetonter Gebetsstil. Also das ist jetzt in dem eigentlichen Sinn das Charismatische, wie ich es jetzt verstehe und wie es Pater Hönisch in seinem Vortrag meint. Also die Charismatiker, die einen gefühlsbetonten Gebetsstil haben. Im charismatischen Bereich spricht man und glaubt man an eine verändernde Erfahrung Gottes. Also die Charismatiker treffen sich, um zu singen und zu beten und eine verändernde Gotteserfahrung zu machen. Es geht um ein subjektives Erleben Gottes. Bei den charismatischen Gebetstreffen und Einkehrtagen und Exerzitien und Seminaren, Heilig Geist, Leben im Geist, Seminar und so weiter, da geht es um ein subjektives Erleben Gottes, das ermöglicht werden soll und das erreicht man durch bestimmte Formen des Betens und Singens. Und jetzt zum Ursprung dieser Bewegung. Der Ursprung ist nicht in der katholischen Kirche zu finden, sondern in der protestantischen Bewegung, in den protestantischen Freikirchen oder auch Sekten. Wir müssen zurückgehen auf das Jahr 1901, 1.1.1901, also 1. Januar 1901. Da kam es zum ersten Mal zu diesem Erlebnis, zu dieser Erfahrung der Taufe im Heiligen Geist. Und das äußere Zeichen dafür, ob jemand diese Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, verstehen die Charismatiker in der Glossolalie, wenn jemand in Zungen zu sprechen beginnt, in unverständlichen Lauten zu reden beginnt. Das ist in der charismatischen Bewegung das Anzeichen nach außen hin, aha, diese Person hat jetzt die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und die Pfingstler
Die haben das eben 1901 zum ersten Mal erlebt und sie haben geglaubt, dass es die Erfahrung der Apostel war, also dass zu Pfingsten vor 2000 Jahren auf der Terrasse in Jerusalem, als Petrus und die anderen Apostel herausgetreten sind, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen war, dass es bei ihnen genauso gewesen war. Und das ist ein Irrtum. Die Apostel, da komme ich noch später darauf zu sprechen, haben das nicht in dieser Weise erfahren. Und das erste Auftreten dieses Phänomens führte zum Konflikt. Die protestantischen Gemeinschaften waren über dieses Phänomen nicht, es hat ihnen, es wurde ablehnend aufgenommen. Im Jahr 1906 kam diese Bewegung erstmals nach Europa, die klassische protestantische Pfingstbewegung, also noch nicht katholisch, sondern in der protestantischen Glaubensgemeinschaft. 1956 kam es in den USA zu einer neuen Welle, die Neo-Pfingstbewegung. Das war in der Episkopalkirche bei den Reformierten, bei den Presbyterianern und in England bei den Anglikanern dieses Phänomen. Auch hier die erste Reaktion der Protestanten auf die Neo-Pfingstbewegung war ablehnend. Erst in den letzten Jahren, laut Vortrag von Pater Hönisch, kam es zu einer positiven Bewertung, sodass die Pfingstler bei den Gottesdiensten der protestantischen Gemeinden auch teilgenommen haben. Und jetzt zur katholischen Kirche. Es gab in den USA zwei Professoren an der Katholischen Universität von Pittsburgh. Das muss um die 60er Jahre gewesen sein. Also zwei Professoren der Katholischen Universität von Pittsburgh in Pennsylvania sind zu den Pfingstlern gegangen und haben sie gebeten um Gebet und Handauflegung, die Neupfingstler. Diese zwei Professoren waren offensichtlich davon beeindruckt und haben sich dafür interessiert. Und sie haben diese Taufe des Heiligen Geistes empfangen, die sie ersehnt und erbeten haben. Sie hatten die typische Geisterfahrung. Sie begannen nämlich in der Zungensprache, in der Zungenrede, in unverständlichen Lauten zu reden. Und sie hielten ein Einkehrwochenende im Februar 1967 und teilten ihre Erfahrung einer Studentengruppe mit, die dann auch begonnen hat, in Zungen zu reden. So wurde die erste katholische neupfingstliche Gebetsgruppe gegründet. Die katholischen Bischöfe in den USA haben damit auch ablehnend reagiert. Auch sie waren voller ernsthafter Besorgnis. Erzbischof Dyer wird zitiert von Pater Hönisch. Ich habe dieses Zitat nur inhaltlich übernommen, nicht im Wortlaut. Aber dieser Erzbischof hat da in einem Interview am 21. Juli 1947 Folgendes inhaltlich gesagt: Die Bewegung ist einer der gefährlichsten Trends unserer Zeit. Er hat das so ausgedrückt, einer der gefährlichsten Trends unserer Zeit. Diese Bewegung wirkt geistig auflösend und spaltend. Sie bedeutet eine große Gefahr, unzähligen Seelen wird großer Schaden zugefügt. Die Pfingstbewegung hat sich dann in den USA und in Europa und weltweit ausgebreitet. Sie ist sogar übergegangen auf nichtchristliche Religionen. Also diese Phänomene, diese charismatischen Phänomene gibt es sogar schon auch unter den Nichtchristen. 1972 kam sie zum ersten Mal nach Deutschland in die Städte. Dort kam es zu ersten Gebetsgruppen. Sie waren katholisch oder ökumenisch, also gemischt mit Protestanten. Anfangs hat man sie genannt, die katholische Pfingstbewegung, später die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Und in Deutschland setzte sich dann der Begriff durch katholische charismatische Gemeindeerneuerung. Und es wurde dann versucht, eine theologische Untermauerung von einem Professor Mühlen und Professor Norbert Baumert. Und der zweite, Pater Norbert Baumert, war persönlich bekannt, gut bekannt mit Pater Hönisch, das erwähnt er in seinem Vortrag. Sie saßen gemeinsam in der Schule, drückten die Schulbank. Sie kannten sich also wirklich sehr gut. Pater Baumert hat die charismatische Erneuerung theologisch zu erklären versucht und zu begründen versucht. Und Pater Hönisch genau das Gegenteil. Er hat in diesem Vortrag gerade versucht zu zeigen, dass es eine gefährliche Tendenz in sich hat. Und da kommt er dann später auch noch auf eine Schrift des Professor
Pater Norbert Baumert zu sprechen. Und da sieht man dann wirklich, dass es nicht harmlos ist. Und dann wird Pater Hönisch verliest dann eine Selbstdarstellung, ein offizielles Blatt der CE, abgekürzt Charismatischen Erneuerung Würzburg. Ich überfliege das jetzt nur kurz, aber nenne ein paar Stichworte. Johannes der 23. wird hier als ein Befürworter oder ein Vertreter eigentlich schon genannt, weil er um ein neues Pfingsten gebetet hat, Johannes der 23. Das Zweite Vatikanische Konzil, auch beide brachten die charismatische Erneuerung in Gang. Sie haben das schon praktisch vorbereitet. Es gibt Gemeinschaften, die entstanden sind aus der charismatischen Gemeindeerneuerung, die Gemeinschaft Emmanuel, die Gemeinschaft der Seligpreisungen und auch die Gemeinschaft Geist und Sendung. Johannes Paul II. Muss auch erwähnt werden. Ich habe persönlich Papst Johannes Paul II. Immer sehr verehrt. Er war der Papst in meiner Jugendzeit und er war eine starke Persönlichkeit. Er war ein großer Beter. Ich glaube auch wirklich, dass es so war, weil es so viele Zeugenberichte darüber gibt. Und doch hat er auch Dinge gesagt und getan, die wirklich große Fragezeichen für mich persönlich bedeuten. Und da muss ich leider auch davon jetzt berichten, was Pater Hönisch sagt, Pfingstsamstag 1998. Da hat der Papst die Delegierten der charismatischen Erneuerung eingeladen nach Rom zur Pfingstvigil. Es kamen 300.000 Teilnehmer auf den Petersplatz. Und bei diesem Anlass sagte der Papst, die charismatische Erneuerung ist eine Hoffnung für die ganze Kirche. Und man muss aber im Positiven eben auch wirklich dafür halten, die Mitglieder der charismatischen Erneuerung dienen der Kirche, sie dienen in den Pfarren, im Pfarrgemeinderat als Kommunionhelfer. Das ist ja auch ein Fragezeichen, aber sie tun es im guten Willen, in guter Absicht, muss man wirklich sagen. Und das ist alles zu lesen gewesen in diesem Blatt, diesem offiziellen Blatt der CE Würzburg. Und dort heißt es auch, jeder, der besser beten lernen will, ist zu den Gebetstreffen eingeladen in der Pfarre, leben in Geistseminare. Sie bieten die Vertiefung im Glauben an. Und Pater Hönisch schätzt, dass die charismatische Erneuerung circa 30% aller Katholiken aufnimmt. Er hat ungefähr geschätzt 250 Millionen praktizierende Katholiken und davon 80 Millionen, das sind also ungefähr 30%, gehören in die charismatische Bewegung, also jeder dritte Katholik. Und zweitens jetzt dieser Punkt, die Theologie der charismatischen Erneuerung. Dieses Phänomen hat von der Theologie her gesehen mit der Ende der Antike aufgehört. In der Antike gab es, das berichtet die Heilige Schrift, die Zungenrede, die ist ganz verschwunden. Es gab die Prophetie und die Wunderheilungen, das gibt es bis heute, aber seither nur mehr bei den Heiligen. Das Urteil über die Echtheit und den geordneten Gebrauch aller dieser Gaben, also auch der Außerordentlichen, steht bei der Leitung der Kirche. Das ist eigentlich eine wichtige Aussage, dass die Kirche diese Phänomene beurteilen soll. Und das kann auch nur die Kirche tun, und zwar die Hierarchie, die dazu beauftragt ist, die Charismen zu leiten und zu beurteilen. Wenn jemand eine prophetische Gabe hat, das ist eine außerordentliche, dann muss man diese Gabe eigentlich auch beurteilen von der Kirche her. Und die Kriterien sind vor allem die moralische Integrität, die christliche Lebensführung und die Rechtgläubigkeit. Das heißt, ein wahrer Prophet glaubt an alle Glaubenswahrheiten der heiligen katholischen Kirche. Er muss ein lebendiges Glied der Kirche sein, weder schismatisch noch heretisch. Und wenn jemand Wunder wirkt, ist er noch nicht ein wahrer Prophet. Also wenn jemand irgendwelche aufsehenerregenden Dinge tun kann, dann bedeutet das noch nicht, dass er ein wahrer Prophet ist. In der charismatischen Erneuerung sagt, und das muss ich auch bestätigen persönlich, Pater Hönisch sagt, die Propheten in der charismatischen Erneuerung sind von vornherein von der Echtheit ihrer Charismen überzeugt, ohne sich beurteilen zu lassen. Es ist aber auch so, dass die Kirche das gar nicht tut oder tun kann, weil es da so viele solcher Phänomene gibt. Das sind ja fast alle
Mitglieder der charismatischen Erneuerung betroffen. Wer sollte das wann untersuchen und zu einem Urteil kommen? Aber letztlich ist es ja doch so, die kirchliche Autorität gibt Sicherheit. Ohne außerhalb der kirchlichen Autorität gibt es eigentlich ja gar keine Sicherheit, ob das wirklich echt ist. Und über das Phänomen der Glossolalie spricht Pater Hönisch Näheres. Er erklärt die Glossolalie, die Zungenrede, eben mit dieser Praxis, unverständliche Laute von sich zu geben. Das gilt als Zeichen für die Geisttaufe, als ein neues Wirken des Heiligen Geistes. In den Seminaren, in den Geistseminaren, strebt man es an, die Kontrolle über das eigene Sprechen zu verlieren, um in Zungen reden zu können, weil es eben als Erfahrung des Heiligen Geistes aufgefasst wird. Und viele Teilnehmer an diesen Seminaren beginnen auch damit. Und Pater Hönisch führt das zurück auf die psychologische und soziologische Gruppenbindung. Wer diese Zungenrede nicht hat, ist noch schwach. In ihm ist der Heilige Geist nur schwach. Und wer diese Zungenrede praktiziert, der hat eine viel tiefere Preisgabe an den Herrn. Der lebt eine viel tiefere Hingabe. So wird das aufgefasst. Und er wendet hier ein und bemerkt dazu, Reden in unbekannten Sprachen kann auch das Symptom für Besessenheit sein. Das, ich möchte das jetzt nicht sagen, damit alle Charismatiker vom Stuhl hochfahren und jetzt losgehen, sondern man sollte wirklich ehrlich diese Phänomene und alle diese Aspekte ruhig und besonnen betrachten. Ich möchte auch wirklich nicht provozieren, sondern es geht mir auch persönlich darum, dass Gott verherrlicht wird, so wie er es uns gelehrt hat und den Glauben gebracht hat durch Christus. Und ich möchte auch nur das eine, das Heil der Seelen. Selber bin ich auch getäuscht worden und bin auf Täuschungen hereingefallen. Und nicht nur auf eine. Und das ist für mich ja auch der Grund, der wesentliche Grund, dass ich jetzt ganz zur Tradition zurückgekehrt bin und es auch allen Seelen ans Herz legen möchte, weil wir in der Tradition die Fülle der ganzen Glaubenswahrheit finden, alle Glaubenswahrheiten in Fülle und zwar auch nicht nur in Fülle, sondern auch in völliger Reinheit, in Irrtumsfreiheit. Gott, Christus hat der Kirche die Irrtumsfreiheit zugesichert durch die Führung des Heiligen Geistes. Und diese Irrtumsfreiheit ist da. Der ganze Schatz des Glaubens liegt an sicherer, an heiliger Stätte. Wir haben eine sichere Stätte unseres Glaubens. Und das ist die Tradition. Das hat Pius X. Oft betont. Und auch Erzbischof Lefebvre. Und Weihbischof Schneider muss ich hier ganz genauso dazu nehmen. Und deshalb ist es für unser Seelenheil auch wirklich entscheidend, dass wir den Mut haben, ehrlich die Dinge anzuschauen. Einfach nur sich ehrlich und aufrichtig damit auseinanderzusetzen. Nicht jetzt zu polemisieren oder jemanden anzugreifen. Ich will auch meine Freunde nicht angreifen, die in der charismatischen Erneuerung sind. Ich möchte nur dazu beitragen, dass wir die Wahrheit suchen, dass wir die Wahrheit betrachten. Die Wahrheit, wir brauchen sie nicht suchen, sie liegt da in der Tradition, sie ist vorhanden. Im Evangelium, in der Lehre der Kirche, in der Tradition, in der Heiligen Schrift, es ist alles da. Wir brauchen die Wahrheit nur anschauen und dann zu betrachten, möglicherweise bin ich selber irgendwo im Irrtum. Das ist keine Schande. Ich selber habe Irrtümer durchlaufen und bin einerseits sogar auch dankbar für diese Erfahrung, weil ich erkannt habe, wie schwach ich bin, wie leicht ich mich täuschen kann. Und ich glaube, als Menschen, die in der Erbsünde geboren sind und die persönliche Schuld auf sich geladen haben, sind wir alle davon betroffen. Niemand kann sich davon ausnehmen und sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich werde direkt vom Heiligen Geist geführt, ich brauche nicht diese lehramtliche oder hierarchische Führung durch die Kirche. Ich habe den Heiligen Geist und das genügt. Oder ich bin reingewaschen vom kostbaren Blut Jesu. Das ist einfach eine Täuschung, weil wir auch trotz der Taufe und trotz Empfang der Sakramente der Täuschung erliegen können. Jetzt kommt dann der Teil, wo Pater Hönisch in seinem Vortrag
die Geisttaufe theologisch erklärt, mit den Worten von Pater Norbert Baumert. Pater Norbert Baumert hat sich da sicher intensiv damit beschäftigt, weil er ja die charismatische Erneuerung theologisch fundieren und begründen und erklären will. Und in diesen Worten finden wir wirklich Aussagen, definitive Aussagen, die in Konflikt geraten mit der Lehre der Kirche. Er sagt gleich zu Beginn, die Geisttaufe unterscheidet sich von der mystischen Erfahrung der Heiligen. Und sie unterscheidet sich auch von der allgemeinen christlichen Erfahrung des Heiligen Geistes. Es ist also etwas Neues, eine neue, eben eine verändernde Erfahrung im christlichen Leben und im christlichen Glauben. Und da müssten schon die Alarmglocken läuten, denn es gibt in der Kirche nichts Neues, das hinzukommen würde. Es muss alles zurückzuführen sein auf die Heilige Schrift, auf die Lehre Jesu, auf die Lehre der Apostel. Und hier ist es aber etwas Neues. Die Geisttaufe ist etwas Neues, wesenhaft Neues. Deshalb spricht Weihbischof Schneider später auch von einer Art der neuen Religion. Eine neue Religion, warum? Weil es eine neue Erfahrung ist. Sie ist nicht... Sie ergibt sich nicht aus den Sakramenten, sie ergibt sich nicht aus der Erfahrung der Heiligen. Also ist da etwas Neues und das kann ja nicht sein. Die Charismatiker suchen ja eine vertiefte Beziehung zum Heiligen Geist und das soll das Leben verändern. Die Liebe zum Gebet und zur Heiligen Schrift, das ist ja nur positiv zu bewerten, einmal so gesagt. Die Liebe zum Gebet und zur Heiligen Schrift ist ja nichts Schlechtes, das soll man ja anstreben. Aber die Art und Weise, wie diese Liebe erreicht wird, das ist die Frage. Man bekommt den Impuls zu lautem und freiem Gebet. Es kommt zu Geistmanifestationen, das sind Manifestationen nach außen hin, sichtbar und hörbar, das Sprachengebet. Die Geisttaufe wird verstanden als eine Durchbruchserfahrung, also eben als etwas Neues, das es bisher noch nicht gegeben hat in der Kirche. Und da muss man sich immer, da läuten alle Glocken, Alarmglocken. Also Pater Baumert spricht ausdrücklich von einer Durchbruchserfahrung und das weiß ich ja auch aus diesen Seminaren von der persönlichen Teilnahme, dass es wirklich so verstanden wird. Und das unterscheidet sich von den Sakramenten der Taufe und der Firmung. Die Geisttaufe unterscheidet sich, und das ist eben auch alarmierend, von den Sakramenten der Taufe und der Firmung. Man kann das nicht auf die Sakramente zurückführen. Die Taufgnade fördert nicht die Geisttaufe. Also die Geisttaufe ist etwas wesensmäßig Fremdes, um es einmal so auszudrücken. Wesensmäßig nicht darauf zurückzuführen, nicht damit verbunden, sondern etwas Neues. Eben das etwas Hinzukommendes. Und zur allgemeinen Offenbarung, zur öffentlichen Offenbarung der Heiligen Schrift kann und darf aber nichts hinzukommen. Deshalb ist für mich auch hier wirklich ein Fragezeichen und nicht nur für mich, sondern das ist einfach theologisch ein Fragezeichen. Die Geisttaufe bezeichnet daher, sagt Pater Norbert Baumert, der die charismatische Erneuerung erklären, begründen, fundieren will, also er greift sie nicht an, sondern er möchte sie damit verteidigen. Aber im Grunde genommen sind das Aussagen, die alles in Frage stellen. Er sagt, Pater Baumert, die Geisttaufe bezeichnet eine bestimmte Spiritualität in der Christenheit. Also er spricht hier damit wirklich auch aus, schon in die Richtung eine Art neuer Religion, so drückt sich Weihbischof Schneider aus und das klingt hier an. Es ist eine bestimmte Spiritualität in der Christenheit. Also er sagt das nicht jetzt eine neue Religion, aber ein neuer Zweig. Er sagt auch, es ist eine bedenkliche Formulierung. Die Geisttaufe unterscheidet sich von der Taufe und von der Firmung. Die Taufgnade fördert nicht die Geisttaufe. Und die Geisttaufe ist nicht die Norm für alle, das heißt, sie ist nicht allgemein. Und das unterscheidet sich ja auch von den Sakramenten der Kirche. Die Sakramente sind ausdrücklich für alle, sie sind allgemein. Alle sollen sich taufen lassen, alle sollen sich firmen lassen und so weiter.
Und dann sagt er auch, das ist eine Gnadenerfahrung, die quer durch alle Konfessionen geht. Also die Geisterfahrung kommt nicht aus der katholischen Kirche und sie richtet sich auch nicht an die katholische Kirche, sondern sie geht durch alle christlichen Konfessionen. Und Weihbischof Schneider sagt sogar darüber hinaus, nicht nur auf christliche Konfessionen beschränkt, um es einmal so zu sagen, sondern das können auch alle anderen Religionen erfahren, diese Geisttaufe. Und dann muss man sich ja wirklich fragen, was ist dann das? Was ist das dann? Also die Geisttaufe hat eine evident ökumenische Dimension. Also sie ist direkt darauf ausgerichtet, nicht die Katholiken anzusprechen, sondern alle Konfessionen und vielleicht sogar auch alle Religionen. Man kann es nicht einmal auf die christlichen Konfessionen beziehen. Und wo ist dann dieser Grundsatz, dieser absolute Grundsatz? Nulla salus extra ecclesiam. Kein Heil außerhalb der Kirche. Wie geht das zusammen? Der Wunsch besteht oder die Ausrichtung, die Christen sollen im Geist zusammenfinden. Durch die Geisttaufe sollen die Christen alle zusammenfinden. Das soll dann diese einigende Kraft sein, dieses einigende Prinzip, die Taufe im Geist. Das soll dann alle Christen zusammenführen. Und ich weiß aus den Schriften von Vassula, dort heißt es in englischer Sprache Unity in Diversity. Also da gibt es eine Verschiedenheit, die aber irgendwie zusammengemischt wird und die sich dann vereinigt, verschieden bleibt. Also die Orthodoxen werden nicht Katholiken, die Protestanten werden keine Katholiken. Sie bleiben dort, wo sie sind und werden doch vereint in dieser Geisttaufe, im Heiligen Geist. So heißt es auch in den Schriften von Vassula. Und das verträgt sich eindeutig nicht mit der katholischen Lehre. Das widerspricht eindeutig der katholischen Lehre. Der Zugang zur Geisttaufe kommt nicht durch die Sakramente, sagt Pater Baumert. Also Zugang zur Geisttaufe, das sind nicht die Sakramente Voraussetzung. Ich muss nicht getauft sein, um diese Geisttaufe zu empfangen. Der Zugang geschieht meistens oder oft durch charismatische Persönlichkeiten, die Seminare halten, die Vorträge halten und dann die Hände auflegen und beten über den Teilnehmern. Und so wird diese Geisttaufe empfangen. Also das hat mit der katholischen Kirche dann nichts zu tun und es ist auch nicht in sich, im Wesen katholisch. Also das Charismatische übernimmt sogar die Funktion der Sakramente bis zu einem gewissen Grad. Das sind die Worte von Pater Baumert. Das Charismatische, die Geisttaufe, übernimmt sogar die Funktion der Sakramente bis zu einem gewissen Grad. Und er meint in Pater Baumert, in den traditionellen Kirchen, er meint hier nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die orthodoxe Gemeinschaft, die evangelische und die anglikanische. Da muss man sich vor der Erstarrung in den Sakramenten hüten. Also die Sakramente werden als Erstarrung angesehen. Das ist auch eigentlich eine falsche Sicht der Sakramente. Die Sakramente sind die Gnadenmittel. Durch die Sakramente werden wir dem mystischen Leib Christi eingegliedert. Durch die Sakramente empfangen wir den Heiligen Geist. Wir empfangen die heiligmachende Gnade oder erlangen sie wieder zurück, zum Beispiel durch das Sakrament der Beichte. Das sind für uns Katholiken, das sind Heilmittel, Gnadenmittel, Heiligungsmittel, Mittel der Rettung, die Christus selber eingesetzt hat. Also wenn es da heißt, man muss sich vor der Erstarrung hüten, dann ist das auch zumindest eine fragwürdige Aussage. Und dann auch noch eine Aussage von Pater Baumert, die Propheten in der charismatischen Erneuerung. Es ist nicht den Amtsträgern der Kirche überlassen, sie zu beachten oder nicht. Also da haben die Amtsträger der Kirche nicht darüber zu bestimmen oder zu urteilen über die Propheten in der CE, in der charismatischen Erneuerung. Die Propheten stehen
praktisch gleichwertig neben den Amtsträgern. Er sagt das nämlich dann auch direkt, er spricht das aus. Die Hierarchie muss sich mit den Charismatikern im Dialog stellen. Sie muss mit ihnen im Dialog stehen. Da bleibt ihr keine Wahl. Sie muss mit den Charismatikern, mit den Propheten der charismatischen Erneuerung im Dialog stehen. Und die Propheten der charismatischen Erneuerung stehen auf derselben Stufe wie die Amtsträger. In beiden, nämlich, das ist seine Begründung, ist der Heilige Geist. Also das sind Aussagen, die eindeutig auch nicht katholisch sind, denn die Amtsträger, die kirchliche Hierarchie ist herausgehoben vom Volk. Da ist ein ganz klarer, ein scharfer Unterschied, der von Christus selber geschaffen wurde, von Gott selber gewollt und geschaffen. Die Hierarchie ist eingesetzt, um das Volk zu leiten. Die Hierarchie hat die Aufgabe der Leitung und die Laien, die also weder Bischöfe, Priester noch Diakone sind, die Laien haben die Aufgabe, den Hirten zu folgen. Also da gibt es einige eklatante Widersprüche. Viele von uns haben das nie gehört und wissen das auch nicht. Und deshalb glaube ich, ist es wirklich wertvoll, Ihnen dieses Video zu geben und es zu wagen und zu riskieren, dieses heiße Eisen anzufassen. Ich möchte, wie gesagt, nicht angreifen, aber aufzeigen, aufmerksam machen. Und dass wir, es geht ja um das Heil unserer Seele, dass wir uns nicht täuschen, sondern dass wir wirklich den wahren Glauben leben oder dass wir zu ihm zurückkehren. Pater Baumert führt dann auch Persönlichkeiten an, sogar Päpste, die eigentlich zugunsten der charismatischen Erneuerung sprechen sollen, seiner Auffassung nach. Leo der 13., Papst Leo der 13., hat 1897 die Enzyklika über den Heiligen Geist veröffentlicht, Divinum Illud. Und das deutet er, das deutet die ganze charismatische Erneuerung so, dass diese Enzyklika eben der zündende Funke gewesen sein soll für die Entstehung der Pfingstbewegung in den USA dann um 1900. Aber nur muss man hier unterscheiden, dass der Papst den Heiligen Geist und sein Wirken ganz anders versteht als die charismatische Erneuerung, als die Pfingstbewegung. Das muss ich hier wirklich auch aussagen und gestehen und Ihnen die Wahrheit sagen. Johannes der 23. wird angeführt, weil er ja um den Heiligen Geist gebetet hat und die Fenster und die Türen öffnen, um frische Luft hereinzulassen und das Zweite Vatikanische Konzil. Ich gehe auch einmal davon aus, dass es im guten Glauben getan hat. Er war in gewisser Weise naiv. Vielleicht muss man es so sagen. Er hat die Wirklichkeit wahrscheinlich nicht so gesehen. Er hat sich auch getäuscht. Auch ein Papst kann sich täuschen. Johannes Paul II., die Pfingstvigil 1998, wird natürlich auch angeführt als ein Argument für für die wahre Gesinnung oder für die wahre Ausrichtung, für den guten Beitrag, den die charismatische Bewegung in der katholischen Kirche leistet. Er hat gesagt, was in Jerusalem vor 2000 Jahren geschah, erfahren wir heute auf diesem Platz. Das hat er bei dieser Pfingstvigil gesagt. Baumert vergleicht das Amt der Kirche, um noch einmal darauf zu kommen, die Amtsträger und die Charismatiker auf gleicher Ebene. Er vergleicht das Amt mit dem Grundwasser und die Charismatiker dann mit den Springbrunnen, also diejenigen, die dann Charismen ausüben, die sie besitzen und ausüben in der CE. Das ist wie Grundwasser und Springbrunnen. In beiden wirkt der Heilige Geist, der die Kirche erneuert. Papst Johannes Paul hat auch in die Richtung gesprochen, Johannes Paul II. Er sagt, die institutionellen Aspekte, das ist das Amt, und die Charismen, das ist die charismatische Erneuerung, sind gleich wesentlich. Also genau diese Linie hat auch Papst Johannes Paul II. Unterstrichen von Pater Baumert. Nach dem sollten die Amtsträger gleich wesentlich sein oder die Charismatiker gleich wesentlich sein mit den Amtsträgern. Und das ist eindeutig nicht katholisch.
Pater Hönisch greift dann einige Kirchenväter auf, die eindeutig auch sagen, dass es da zu unterscheiden gilt. Die Kirchenväter, der heilige Augustinus, er hat gesagt, die Zungenrede, das gehört einer anderen Zeit an. Also er lebte im 4. Jahrhundert. Augustinus sagt, die Zungenrede, das war in der alten Zeit. Das ist bei uns heute in der neuen Zeit nicht mehr. Das gibt es heute nicht mehr. Am Anfang war das eine Gabe, die, um die Ausbreitung des Evangeliums zu ermöglichen und zu erleichtern. Also das war eigentlich für die Ungläubigen, damit sie aufmerksam werden und beeindruckt werden und sich innerlich auftun, um das Evangelium anzunehmen. Das gab es nur kurze Zeit. Seither wird diese Gabe der Zungenrede nicht mehr verliehen, so sagt der heilige Augustinus. Der heilige Papst Gregor, der Große, eine große Autorität, er spricht noch klarer. Er sagt auch ganz ähnlich wie der heilige Augustinus, die äußeren Zeichen wurden am Anfang gegeben, damit die Zahl der Gläubigen wächst. Wunder waren nötig. Die Zungenrede war nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die wahren Gaben sieht er nicht so sehr nach außen, sondern das sind die Liebe und die Barmherzigkeit. Und die gehen, das sind die Liebe und die Barmherzigkeit. Sie sind umso größer, da sie den Geist erheben. Und danach sollen die Gläubigen trachten. Also die wahren Gaben sind innerlich eigentlich. Die wahren Gaben, das sind die Liebe und die Barmherzigkeit. Und danach sollen die Gläubigen trachten, nicht so sehr nach den Äußeren. Und diese Gaben, nämlich die Liebe und die Barmherzigkeit, können nur die Guten genießen. Und da kann man unterscheiden. Die äußeren Zeichen nämlich können auch die Bösen haben, die Zungenrede. Man kann auch im Dienste des Bösen kann man sogar Heilungen bewirken und man kann sogar die Wundmale empfangen, aber nicht von Gott, sondern vom Teufel. Die äußeren Zeichen können alle eine Täuschung sein. Die inneren Gaben wie die Liebe und die Barmherzigkeit können aber niemals eine Täuschung sein. Deshalb soll man diese anstreben und nicht die äußeren. Papst Leo der 13. sagt auch, man soll nicht an Zeichen Gefallen finden, die auch die Verworfenen tragen können, sondern an der Liebe und an der Barmherzigkeit. Da greift er wohl auch direkt zurück auf Gregor den Großen. Und Leo der 13. sagt in seiner Enzyklika, die Zeichen sind umso sicherer, je verborgener sie sind. Also je geringer der Ruhm bei den Menschen ist, je unauffälliger und kein Aufsehen erregen. Und da denke ich an die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Sie ist völlig innerlich und ganz unauffällig. Und das sagt Jesus auch zu Luisa Picareta. Und das ist für mich auch ein ganz starkes Zeichen der Echtheit. Weil das Leben im göttlichen Willen ist an sich völlig unauffällig. So wie die Liebe und die Güte, die Barmherzigkeit rein innerlich sind. Die Enzyklika von Leo dem 13. legt Wert auf die Tugenden des Heiligen Geistes. Die Liebe, die Freude, das ist in der Verborgenheit der Seele. Am 15.10.1989 gab die Glaubenskongregation eine Erklärung an die Bischöfe über die Aspekte der christlichen Meditation. Und da werden die falschen Charismatiker des 4. Jahrhunderts erwähnt. Das war auch nicht im christlichen der Ursprung damals im 4. Jahrhundert, das war in Kleinasien und im syrischen Raum. Man nannte sie die Messalianer, das heißt syrisch die Beter. Ein ständiges Beten, um den Teufel abzuwehren, dass der Teufel nicht in die Seele kommt. Diese Lehre wurde 431 von Ephesus verurteilt, vom Konzil in Ephesus. Da war es nämlich schon im 4. Jahrhundert, genauso wie in der charismatischen Bewegung, dass man den Heiligen Geist, die unechte charismatische Richtung, identifiziert den Heiligen Geist mit der psychologischen Erfahrung seiner Gegenwart in der Seele. Das war bei den Messalianern im 4. Jahrhundert und das ist auch bei den unechten charismatischen Tendenzen oder Gemeinschaften
in dieser Gesinnung die Auffassung, man muss den Heiligen Geist erfahren. Und wenn man nichts spürt, wenn es kein Gefühl gibt, wenn man trostlos ist und in der Trübsal, dann wertet man das in dieser falschen Auffassung wie die Messalianer als Abwesenheit des Heiligen Geistes. Und das widerspricht eklatant der Erfahrung aller Heiligen und der Väter, nämlich die Vereinigung mit Gott vollzieht sich im Geheimnis. Das entzieht sich unserem Gefühl. Es kann das Gefühl beteiligt sein, muss aber nicht. Die Vereinigung mit Gott vollzieht sich im Glauben, sie vollzieht sich durch die Sakramente und sie kann sich auch in der Trübsal zeigen. Das sind ja die bekannten Erfahrungen, die Nacht der Sinne und die Nacht des Geistes. Die Heiligen haben alle diese Nächte durchlebt. Die konnten Wochen, Monate und Jahre dauern. Heilige haben ganze Jahre in der äußersten Trostlosigkeit verbracht. Also die Trostlosigkeit ist nicht ein Zeichen, dass der Heilige Geist die Seele verlassen hätte. Sie kann vielmehr eine Anteilnahme an der Verlassenheit Jesu am Kreuz sein. Das alles finden wir in dieser Stellungnahme der Glaubenskongregation vom 15. Oktober 1989. Dann noch eine, ich bringe nur jetzt, ich sehe schon, das Video wird so lang, ich bringe nur den Vortrag von Pater Hönisch. Der Codex Juris Canonici, also der Codex des römischen Rechtes von 1917, sagt, Katholiken ist jede Teilnahme an nicht-katholischen Gottesdiensten verboten, also an solchen ökumenischen Gottesdiensten, die gerade in charismatischen Kreisen üblich sind. Also ausdrücklich verboten für Katholiken, auch der Codex Juris Canonici 1983, das ist eine Straftat gegen die Einheit der Kirche, die Teilnahme an ökumenischen Heilungsgottesdiensten. Das führe ich auch hier an, weil es einfach wichtig ist zu wissen. Und dann konkrete Fälle, da erzählt Pater Hönisch von positiv und negativ. Also positiv, dass es wirklich konstruktiv gemeint ist, dass Gebetstreffen einmal in der Woche in der Pfarre angeboten werden und wie sie ablaufen, dass es mit Lobpreis beginnt, dass Einzelne dann ihren Beitrag geben können und dass Neulinge die Geisttaufe anstreben sollen. Und die Seminare eben Neulinge anwerben sollen, das ist relativ harmlos. Das ist, obwohl auch darin eine Problematik natürlich besteht. Es gibt aber auch extreme Fälle. In den USA berichtet ein katholischer Journalist John Veneri über eine Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der katholischen Franziskaner-Universität in Steubenville, Celebrate Jesus 2000. Damals waren 15.000 Teilnehmer, ca. 90% katholisch. Diese Veranstaltung habe ich im Internet geschaut, gibt es bis heute jedes Jahr, vor allem für die jungen Menschen. Die Redner sind Protestanten und auch Katholiken, also überkonfessionell. Und im Jahr 2000, da war auch der Gründer des Toronto-Segens dabei. Das ist ein eigenes Phänomen, so eine Art Geisttaufe, aber irgendwie vielleicht in Neuauflage oder eine neue Welle. Randy Clark, Toronto, 20. Jänner 1994, da ist das Phänomen zum ersten Mal aufgetreten und man nennt es den Toronto-Segen. Und es war in einer Pfarrgemeinde in der Nähe des Flughafens von Toronto. Und der Heilige Geist äußert sich nicht nur durch Gestammel, so sagt Pater Hönisch, also durch diese unartikulierten Laute. Er kann sich auch anders äußern und vor allem bei diesem Toronto-Segen ist das ganz stark in Erscheinung getreten. Durch Schreien, durch Quietschen, durch Zittern am ganzen Körper, durch Wälzen auf den Boden, Schweinegrunzen, verschiedene Arten von Tierlaute. Wenn ich das jetzt sage, das ist natürlich nicht gerade erfreulich, aber diese Phänomene sind allgemein erfahren worden. Gelächter, also stundenlanges Gelächter, auch hysterisch klingendes Gelächter oder auch Weinen bis zum Heulen, so wird das berichtet. John Veneri hat das selber
erlebt und geschrieben. Er hat das geschrieben in seinem Bericht von dieser Veranstaltung Celebrate Jesus 2000. Also dieses Schweinegrunzen vielleicht nicht erlebt, aber das wurde in Toronto erfahren. Bei diesem Toronto-Segen, wo der zum ersten Mal aufgetreten ist, dann sind alle diese Dinge wirklich vorgekommen. Und wie dieser Segen dann weitergegeben wurde durch die Personen, die das schon empfangen hatten, durch den Gründer vor allem, da hat sich das dann überall manifestiert, wo die Veranstaltungen stattgefunden haben. Also dieses Schreien, Quietschen, Zittern, Bodenwälzen, Schweinegrunzen, Lachen und Weinen. Bei dieser Veranstaltung in Steubenville, da war ein Prediger, ich habe den Namen nicht genau verstanden, ein Stephen Hill oder ein Benny Hinn, ich kann das nicht genau sagen. Der Prediger war auf jeden Fall laut, schreiend, emotional und aufpeitschend. Und er hat gesagt, es gibt keine Konfession von Gott, es gibt nur eine Kirche. Also es gibt keine Konfessionen von Gott her. Wir haben die Unterschiede geschaffen und nicht Gott. Das ist eine Parole, die sehr verbreitet ist, aber total irreführend. Gott hat die katholische Kirche geschaffen und die Menschen haben dann sich abgespalten durch Schisma, durch Häresie. Wir Menschen haben uns dann getrennt von der katholischen Kirche. Insofern ist es ja richtig. Die Unterschiede kommen von den Menschen. Wir haben uns von der wahren Kirche getrennt. Aber diese Aussage hier hat eine andere Wendung. Die sagen, wir haben die Unterschiede geschaffen, nicht Gott. Gott sieht alle Konfessionen, egal wer es jetzt ist, gleich an. Für ihn sind wir nur eine Kirche. Und das ist falsch. Das ist ein Irrtum. Das ist eine Lüge. Der Prediger hat geschrien, im Blut des Herrn sind wir alle gewaschen. Im Himmel gibt es keine Katholiken, keine Lutheraner. Da gibt es nur solche, die im Blut des Herrn gewaschen sind. Und dann hat er geschrien, die Leute sollen vorne zur Bühne kommen, und sie sollen sich ihre Sünden vergeben lassen, sie sollen sich im Blut waschen lassen, im Blute des Lammes. Also kein Sakrament der Beichte. Wir können die Sündenvergebung empfangen, bloß durch Handauflegung und durch diese Worte im Blute des Lammes uns waschen zu lassen. Also braucht es kein Sakrament der Beichte mehr. Und die Menschen sind in Scharen nach vorne gelaufen. Und die Protestanten haben den Katholiken die Hände aufgelegt, die sich vor der Bühne versammelt hatten. Und der Prediger hat die Hände aufgelegt, schreiend, die Leute fielen zu Boden und er bahnte sich den Weg. Hinter ihm sind die nur herumgelegen und so ist er schreiend weitergegangen und die sind alle umgefallen. Also das Umfallen, das Phänomen, das ich auch oft erlebt habe in diesen Veranstaltungen. Und sogar der katholische Bischof von Louisiana hat teilgenommen, er war dort dabei und ist dann auch auf die Bühne gelaufen und hat sich dem Gebetsteam angeschlossen und auch so in dieser Weise die Hände aufgelegt. Also der Bischof hat nicht das Sakrament der Beichte gespendet, sondern die Hände aufgelegt und die Leute sind umgefallen. Und der Autor dieses Buches, dieser Schrift war entsetzt, dass der katholische Bischof sich mit Heretikern auf eine Stufe stellt, um ein falsches Sakrament zu spenden. Das klingt wirklich fürchterlich irgendwie. Also ich muss ehrlich gestehen, wie ich das gehört habe, ich war betrübt. Das ist wirklich erschütternd irgendwie. Es ist erschütternd. Es macht einen fast traurig. Und da muss man sich dann wieder erinnern an die wahre Lehre, an das, was Christus uns gegeben hat. Und man lässt sich da in die Irre führen. Deshalb finde ich es wirklich wichtig, ich muss Ihnen diese Dinge sagen. Ob sie jetzt schmeichelhaft sind oder erfreulich oder nicht, das ist nicht das Thema. Es geht darum, dass wir die Wahrheit erkennen. Und der letzte Punkt von diesem Vortrag, fünftens, ist die charismatische Bewegung eine Chance oder eine Gefahr für die Kirche? Und aus den vier Punkten, die wir jetzt durchgenommen haben, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Der Vortragende Pater Hönisch sagt, Millionen von guten Katholiken laufen hin. Und das will ich auch hier betonen. Gute Katholiken laufen hin, also Leute, die guten Willens sind, die wirklich den Glauben praktizieren wollen, wo alles schon zusammenbricht, rundherum die Masse davonläuft. Diese Seelen suchen Gott, sie dürsten nach Gott, sie hungern nach ihm und sie gehen zu charismatischen Veranstaltungen. Und dann sagt Pater Hönisch, ist die Ursache nicht bei den Hirten? Und dann nennt er die Ursachen.
erstens die Entsakralisierung durch die Liturgiereform, durch die Verflachung, die Aushöhlung des liturgischen, des Geheimnisses der Heiligen Messe, der Liturgie. Zweitens die Häresien, die an den katholischen Fakultäten gelehrt werden. Das habe ich selber erlebt in Wien, vor vielen Jahren schon, aber da bin ich auch wieder weggegangen, weil ich gesehen habe, da verliere ich den Glauben völlig. Diese vielen Häresien, auch durch Religionslehrer, diese Häresien hinterlassen einen geistlichen Hunger, weil wir nicht die Nahrung bekommen, nach der die Seele einfach dürstet. Die Seele dürstet nach Gott und nach der Wahrheit. Und wenn sie uns vorenthalten wird, dann bleibt hier eine Leere, ein Vakuum, ein Hunger. Und drittens, die Heilsgewissheit ist in Frage gestellt, nämlich diese Parole der Modernisten, alle kommen in den Himmel, das befriedigt nicht. Jeder Mensch mit Hausverstand sieht, wenn die Leute jetzt Drogen nehmen, wenn sie Verbrechen begehen oder wenn sie ein unmoralisches Leben führen, es kommen alle in den Himmel, das kann ja doch nicht stimmen. Das sieht jeder mit Hausverstand. Und dann beginnen auch doch viele Menschen zu suchen nach dem Heil, nach dieser Gewissheit. Und diese Mankos, hervorgerufen durch den Modernismus, eben die Entsakralisierung, die Häresien, die fehlende Heilsgewissheit, das treibt dann die Menschen zur charismatischen Bewegung. Dort nämlich scheinen sie all das zu finden. Und er sagt aber, vorübergehend nur scheinbar, nicht wirklich. Und dann begründet er einfach aus der katholischen Lehre heraus, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, der katholischen Kirche hier, wohlbetont. Außerhalb der katholischen Kirche gibt es kein Heil. Und er führt 10 Gründe hier an. Und das ist wirklich fundiert, weshalb ich Ihnen das noch sagen will. Erstens, die charismatische Bewegung ist konfessionsübergreifend. Das ist also Widerspruch nulla salus extra ecclesiam. Außerhalb der katholischen Kirche gibt es kein Heil. Also erstens, der Grund konfessionsübergreifend. Zweitens, es kommt aus dem Protestantismus. Drittens, diese Grundhaltung, dass die Kirchen aufeinander hören müssen, also wir müssen dann auf die Orthodoxen, die Anglikaner und so weiter hören, das kann es ja nicht geben, wenn die katholische Kirche die Wahrheit empfangen hat, direkt von Christus. Und die Hüterin der Wahrheit ist und nur die katholische Kirche, dann kann es ja nicht sein, dass wir auf die anderen Glaubensgemeinschaften hören müssen. Viertens, das kirchenübergreifende Band ist in der charismatischen Bewegung die Taufe im Heiligen Geist. Das ist falsch. Und subjektive Ergriffenheit mindert den Stellenwert der Sakramente. Also diese Taufe im Heiligen Geist äußert sich ja dann durch subjektive Ergriffenheit und durch die verschiedenen Phänomene, die auch nach außen treten. Und das mindert den Stellenwert der Sakramente. Die Sakramente werden nicht mehr so ernst genommen und nicht mehr so beachtet. Fünftens, bei den Gebetstreffen kommt es zu körperlichen Manifestationen und es gibt keine Instanz, die die Echtheit feststellt. Auch wegen der Flut dieser Manifestationen. Die Kirche würde ja gar nicht nachkommen, das alles zu prüfen. Sechstens, viele solcher Manifestationen sind das Ergebnis psychischer und gruppendynamischer Prozesse. Also man passt sich da einfach an, man macht mit. Es ist eine Nachäffung des Übernatürlichen. Man hat gar keine, aber man macht mit, schon allein, um nicht aufzufallen. Man lässt sich umfallen, man lässt sich fallen, man fällt nicht um, weil man wirklich umfällt, weil die Kraft in den Beinen man verliert, sondern man lässt sich umfallen. Und bei vielen Predigern solcher Veranstaltungen wird nachgeholfen, dass man an die Stirne gedrückt wird, bis man immer schiefer und schiefer wird. Und wenn man nicht ein paar Schritte zurück macht, dann fällt man um. Das habe ich selber erlebt. Siebentens. Die Drogenwirkung solcher Manifestationen ist zu befürchten, dass man ohne sie nicht mehr auskommt. Dass man irgendwie meint, wenn ich katholisch bin, wenn ich ein Christ bin, dann muss ich diese Erfahrungen machen. Und wenn ich diese Erfahrungen nicht mache, dann habe ich den Glauben verloren. Oder man hat irgendwie eine Zeichen und Wunder. Das ist ein Suchtverhalten. Das fällt mir auch bei einigen auf, die das auch aussprechen. Sie dürsten und suchen Zeichen und Wunder. Und wenn es irgendwo eine Veranstaltung gibt, wo das versprochen wird, dann laufen sie in Scharen hin.
Achtens, das Streben nach übernatürlichen Erfahrungen kränkt Jesus. Also eben siebentens, man strebt nach diesen übernatürlichen Erfahrungen und achtens, das kränkt aber Jesus, denn er hat uns alles gegeben. Er hat uns die Sakramente gegeben und er hat uns den Glauben gegeben. Das ist völlig unabhängig vom Gefühl, kann mit Gefühlen einhergehen, muss aber nicht. Neuntens, das Wissen um den Wert der geistlichen Trostlosigkeit verschwindet völlig. Und das ist auch ein Kriterium, das uns mahnen muss. Die geistliche Trostlosigkeit hat ihren Wert, nämlich der inneren Läuterung. Es würde keinen einzigen Heiligen geben, wenn er nicht die innere Trostlosigkeit durchgemacht hätte. Und einige oder etliche haben das Jahre durchgestanden. Zehntens, man setzt sich hinweg über die kirchlichen Dokumente und Warnungen. Das ist eine Vermessenheit. Und dann kommt Pater Hönisch zum Schluss, und das finde ich auch sehr klar erläuternd. Der Modernismus hat die Kirche unterwandert. Und daher hungern jetzt die Seelen nach Frömmigkeit. Und da kommen die charismatischen Bewegungen und füllen dieses Vakuum scheinbar. Sie lenken aber von der Kirche ab, vom Nulla Salus. Das ist überkonfessionell. Das schwächt die Sakramente und so weiter, wie wir gehört haben. Die katholischen Charismatiker, muss ich hier dazu sagen, ausdrücklich, das sagt auch Pater Hönisch, das wollen sie zwar nicht, die katholischen Charismatiker, aber sie werden sich dem überkonfessionellen Einfluss nicht entziehen können, weil die charismatische Bewegung wesenhaft und wesentlich überkonfessionell ist. Sie ist kein katholisches Phänomen. Sie kommt aus dem Raum außerhalb der katholischen Kirche und zielt auch nicht auf die katholische Kirche, sondern auf alle Konfessionen und sogar Religionen. Und das sieht man ganz klar. Sie wendet sich diese Bewegung weg vom Nulla Salus. Und daher kommt Pater Hönisch zu diesem Schluss. Der Widersacher verbirgt sich hinter dem Modernismus, aber auch hinter der charismatischen Erneuerung. Beide weisen letztlich genau dieselben Merkmale auf. Das fällt auf, wenn man Pater Hönisch reden hört. Modernismus und charismatische Erneuerung, sie haben nämlich die gleichen Grundkomponenten. Und das sagt er hier zum Schluss. Warum konnte überhaupt das Pfingstlertum bei den Protestanten entstehen? Und dann, nämlich dieselben Gründe finden wir dann auch, warum konnte das Pfingstlertum in die katholische Kirche überschwappen? Das sind bei beiden genau dieselben Gründe. Warum ist das Pfingstlertum bei den Protestanten entstanden? Erstens, weil sie keine Sakramente mehr haben. Zweitens, weil ihnen das Lehramt fehlt. Die Dogmen, das ergibt ja dann die Aufsplitterung in hunderte Sekten. Und genau dieselben zwei Kennzeichen sind es, Merkmale oder Umstände, warum jetzt das Pfingstlertum in die katholische Kirche so tief eindringen konnte. Das sind nämlich genau dieselben Gründe. Bei uns seit den 60er Jahren, also in engster Verbindung füge ich hier hinzu, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, nämlich erstens die Entsakralisierung, das heißt, die Sakramente gehen verloren. Die Sakramente werden nicht mehr empfangen. Wer geht zur Beichte? Fast niemand. Zur Kommunion wenige. Und wer lässt sich taufen? Ich habe gehört, immer mehr, die jungen Erwachsenen, die Eltern lassen ihre Kinder nicht einmal mehr taufen. Die Sakramente verduften sich. Sie verdampfen, sie verdunsten, wie man gesagt hat, die Verdunstung des Glaubens. Das geht heute schon so weit, dass es nicht einmal mehr zur Taufe kommt. Und alle theologischen Meinungen sind zugelassen. Das deckt sich 100% mit dem fehlenden Lehramt. Es gibt kein verbindliches Lehramt mehr, ein offizielles Lehramt. Das zeigt sich ja, dass niemand mehr, also es gibt kein heiliges Offizium, es gibt kein Gericht in der Kirche, das urteilt und entscheidet über Wahrheit und Irrtum. Also sind alle Irrtümer zugelassen und niemand dämmt sie ein. Es hat ja eigentlich niemand mehr die Befugnis. Also wir haben heute genau dasselbe wie in den protestantischen Gemeinden, keine Sakramente und kein verbindliches Lehramt. Und das ist der Grund, dass die Pfingstler entstanden sind bei den Protestanten und dass die Pfingstler in die katholische Kirche gekommen sind, weil wir das Gleiche haben, die gleiche Misere. Und die Lösung, die Pater Hönisch vorschlägt,
Das ist auch die einzige Lösung, nämlich diese zwei Punkte, die bei den Protestanten fehlen und die uns in der katholischen Kirche jetzt auch fehlen, immer mehr fehlen, dass wir da zurückkehren müssen. Also die Rückkehr zum vollen katholischen Glauben, das bedeutet die Rückkehr zu den Dogmen, zu den verbindlichen Glaubenswahrheiten, die ja Christus uns gelehrt hat, die Apostel übertragen haben, der Heilige Geist uns zugesichert ist, dass er uns irrtumsfrei die volle Wahrheit lehrt, also zu den Dogmen statt den Gefühlen, zur Offenbarung Gottes, zur objektiven Wahrheit und zum würdigen Empfang der Sakramente statt der gefühlsbetonten Gebete. Das ist einfach katholisch, das ist der volle Glaube und das ist unsere Rückkehr zum wahren Glauben. Und er sagt dann, es wird dann keine charismatische Erneuerung mehr existieren, wenn wir einfach unseren Glauben praktizieren und leben. Und dann wird auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, die Kirche ein Magnet für die anderen Völker sein und sie werden zurückkehren zur katholischen Kirche. Es ist, muss ich auch ehrlich gestehen, die charismatischen Veranstaltungen, wenn das jetzt ein Imam, ein Moslem oder ein Hindu oder andere Religionen sehen würden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Religionen da hingerissen sind. Ich kann mir aber wohl vorstellen, dass ein Mohammedaner, wenn er jetzt eine würdige, feierlich zelebrierte, überlieferte heilige Messe sieht, dass er da beeindruckt ist. Also ist es wirklich wichtig, dass wir uns mit diesen Phänomenen auseinandersetzen. Ich möchte noch einmal sagen, es geht mir nicht darum, die charismatische Bewegung, also die Teilnehmer an der charismatischen Bewegung anzugreifen, aber doch diese Sache der charismatischen Bewegung an sich kritisch einmal zu betrachten. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen oder mehr noch, ich möchte Sie innig bitten, das zu tun. Denn es geht um sehr viel. Es geht um die Verherrlichung Gottes, es geht um das ewige Heil unserer Seele oder vieler Seelen und es geht die Stadt auf dem Berge, die leuchten soll allen Völkern der ganzen Welt. Diese Stadt auf dem Berge wird verdunkelt durch den Modernismus und durch die charismatische Pfingstlerbewegung. Ich muss es leider so sagen, obwohl ich selber viele Freunde habe in diesem Bereich, aber denken wir einmal und schauen wir einmal und lassen wir uns vom Heiligen Geist ehrlich und aufrichtig führen. Halten wir uns an die Kirche, halten wir uns an Christus, halten wir uns an das Lehramt. Gelobt sei Jesus Christus.